Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Final Fantasy Type Zero HD. Wir haben beim letzten Mal schon die Schlacht gegen Concordia erlebt, aber wir sind in einem Zweifrontenkrieg und wir wollen uns natürlich auch noch die Schlacht an der Westfront anschauen. Und in der haben wir ganze drei wackere Recken und das sind Queen, King und... Wie hieß du noch gleich? Ich hab's vergessen. Entschuldigung. Wie hieß du? Cater, natürlich Cater, Entschuldigung. Und wir werden begleitet von Kurasame und ich glaube, das Ziel ist einfach nur so viel Zeit wie möglich rauszuschinden, bis Lady Setsuna ihre große Esper da beschwören kann, diese arkane Esper, und auf die bin ich echt gespannt, muss ich sagen. So, ich würde aber schon mal sagen, wir schauen noch mal ganz kurz, was es denn hier so Spannendes noch gibt im Angebot. Deck dich gut mit nützlichen Gegenständen ein, bevor du in den Kampf ziehst. Oh ja, davon habe ich bisher so unglaublich viel gebraucht. Komm, lass mal stecken. So, kleiner Mogli, Gefechtsübung. Nee, danke. Passt schon, passt schon. Brauche ich gerade nicht unbedingt. Und du? Mach dir mal keine Sorgen. Wenn ihr euch auf die Schnauze packt, kommt Klasse 2 und macht mit den imperialen Truppen kurzen Prozess. Wir werden der Klasse 0 den ganzen Ruhm noch nicht alleine überlassen. Ach ja, wir haben Nachschub aus dem Rüstungslabor erhalten. Brauchst du was? Eigentlich nicht, nee. Ich sollte eigentlich alles soweit haben. Ich habe sogar Geld, um Sachen noch zu holen, aber ich glaube, ich brauche wirklich nichts davon. Ja, lass sein. Komm, lass uns stecken. Und dann würde ich auch sagen, reden wir doch direkt mal mit unserem Commander und stürzen uns ins Gefecht. Wir gehen davon aus, dass das Imperium einen Mech mit Kristallmanipulator mit sich an die Front führt. Wir dürfen diesen Kampf einfach nicht verlieren. Halte dich bereit. Bereit für eure Mission? Ja, das sind wir. Während der Kristallmanipulator aktiv ist, kann nur die Klasse 0 im Kampf agieren. Du hast die Möglichkeit, Kadetten der Klasse 0 von der Front in Concordia hierher zu rufen. Die Entscheidung, wer mit dir kämpfen soll, liegt bei dir. Unter dem Einfluss des Kristallmanipulators kann Ram dich im Kampf nicht unterstützen. Denk daran, wenn du deine Gruppe zusammenstellst. Solange der Kristallmanipulator aktiv ist, kann Ram nicht im Kampf eingesetzt werden. Wenn der Mech mit dem Manipulator zerstört wurde, steht Ram der Gruppe wieder zur Verfügung. Okay, dann schauen wir mal, wen wollen wir denn mit zurückrufen? Wollen wir überhaupt jemanden mit zurückrufen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, muss ich zugeben. Ich weiß halt nicht, ob wir die noch brauchen drüben an der Ostfront. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. 5 Leute können wir zurückrufen. Da sind dann noch 5 weitere drüben an der Ostfront, die dort bleiben. Klingt jetzt nicht so, als ob dann dort noch extrem viel abgehen würde, muss ich zugeben. Lass mal kurz überlegen. Wir haben jetzt hier 2 Fernkämpfer. Dann nehme ich auf jeden Fall Nein mal mit noch hierher, damit wir noch einen starken Nahkämpfer haben. Gut, und ansonsten, ich glaube, der Rest ist dann egal. Sagen wir mal hier Ace und Jack und Deuce und Size von mir aus. Ist ja völlig egal. Mir geht es bloß darum, dass ich wenigstens noch einen Nahkämpfer dann noch mit hier habe. Wir werden diesen Kampf gewinnen und siegreich nach Rubrum zurückkehren. Die Schlacht auf der großen Brücke. Den heftigen Angriffen der militischen Truppen ausgesetzt, sendet die Republik eine Einheit Kadetten auf einen Sturmangriff, um den Vormarsch des Imperiums aufzuhalten und Zeit zur Beschwörung einer arkanen Esper zu gewinnen. Die Klasse 0 muss bis zur großen Brücke vorstoßen, um die dort stationierten militischen Truppen zu vernichten. Na dann. Wählen wir mal unsere Mitglieder und ich würde sagen, ach komm, weißt du, machen wir es doch mal so. Finde ich gut. So, Ausrüstung brauchen wir nicht ändern. Spezialformation von mir aus die Trinität. Und dann nehmen wir auch diese Gruppe und starten los. Ich würde sagen, Unterstützung brauchen wir keine. Wir können das auch so. Auf geht's. Class Zero, commencing maneuvers. Okay. Schlagt euch bis zur Frontlinie durch, während unsere Truppen den Feind ablenken, Kupo. Okay, gut, das ist auf meiner Seite. Oh, hier liegt was. Enemy jammer activated.
Air defense for 2, 3, 4, and 9 incapacitated. Klingt, als ob wir uns beeilen sollen. Quite a performance. An even match. For now. We don't. Klappe. Ja, 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 ist ja gut. Ich komme ja schon hier. Okay. Rock and roll. They're mass producing these. No wonder it's tough. Netter Todesschrei. We suffered many casualties. Continuing our march. This is O-8 Composite Company. We're engaging it. MA's approaching first line of defense. Hang in there until backup arrives. Klingt, als ob die Kacke mächtig am Dampfen wäre. Ich glaube, wir sind mehr als benötigt. If this place falls, it's all over. We have to hold out until help arrives. Haven't we had enough? They planned outnumber us. Na komm, greif an. Oh, was? Das hat nicht funktioniert? Ja, so will ich das doch sehen. Schön. So, der hier vorne scheint schon platt zu sein. Das finde ich gut. Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen weit weg, um hier die Angriffe gut setzen zu können. Ja, besser. Auch wenn mich das gerade ein bisschen ins Visier mit reingebracht hat. Oh, shit, 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 shit. Okay. Es gibt ja immer jemanden, der einen heilt. So, der Kolossus ist auch hinüber. Das kriegt man auch hin, den wackeren Kampf hier. Komm, den haben wir auch gleich. Das war echt bloß ein kurzer Moment, den man hier abpassen muss bei denen, wa? Oh, fuck. Das war knapp. Das war extrem knapp gerade. Die Klasse 0 kann jetzt auf die Unterstützung durch die Bahamut-Einheit zurückgreifen. X gedrückt halten, um den Angriff aufzuladen. Während des Aufladens kannst du mit L das Ziel anwählen. Der Angriff erfolgt beim Loslassen von X. Alles klar. Brauchen wir gar nicht. So, gibt's dafür einen Bonus, dass ich den nicht gebraucht habe? Okay. Auf zum Jammer. It's all up to us. Ich denke, wir wissen, wo er ist. Wenn ich den Strahl da hinten so sehe. Our victory will lead the Dominion to victory. Be careful out there. Okay, wir speichern mal kurz. Hey, don't let Zero have all the glory. Was wollt ihr schon machen, um die Glory abzufassen, hä? Während der Manipulator hier noch steht. We're in this too. Damn it. I will make it back alive. This is O-1 Composite Company. We're under attack by... The jammer will prevent me from helping you any further. I wish you luck. Our forces can't move forward unless you destroy the jammer. Don't mess up. Ja, ja, ich weiß, ihr braucht uns. Don't get careless just because we're in the jamming field. Oh, wait, Composite Company. We managed to get past the Magitek armor. So, warte mal, Major, warte mal. Nicht weglaufen hier. Damn it. They just keep coming. So, haben wir es doch. War doch gar nicht so schwer. Dann mal schnell weiter. So, hat denn hier zufälligerweise irgendjemand überlebt? Den wir noch ein bisschen ausnehmen können. Mich durch, da wäre noch jemand gewesen, aber sieht dann doch nicht so aus. Naja, dann mal schnell weiter. So. Du bleibst gleich mal liegen. Okay. Jawohl. Lasst mal die Köpfe nicht so hängen hier. Wir kriegen das schon hin, Leute. Wir kriegen das schon hin. Schaut mal, die fallen noch wie die Fliegen. Falls immer Manipulator und dann wird schon alles gut werden.
So, erstmal Sammelzeit hier. Wo muss ich denn hier... Entschuldigung, was soll das denn werden? Wir haben es so weit gebracht, aber sie gehen nicht weiter. Ich kann nicht den Commander down. Ah. Meredith's family has served the White Tiger for years, and we will proudly defend her to the death. Go! Do not fear death! The fate of the Empire rests on this battle! Das ging schnell! Glory to the Militesi Empire! Ja, ein letzter Schrei für das militische Imperium, obwohl er schon lange tot war. Welch eine Stille hier herrscht. Mensch, so eine Stille. Ich glaube, es wird Zeit, dem Manipulator einen Besuch abzustatten. Ob uns da jemand erwartet? The camera is up ahead. Neutralize it. Don't let them cross. Raise the bridge. Was ist das denn hier? So, erstmal ein bisschen sammeln. Was soll das denn hier werden für einen Spaß? Oh, da drüben können wir irgendwie lang, oder? Nee. We've lost contact with O4 Composite Company. Ah, sehr nett. Oh, I'm here. We can't rendezvous with O3. So, wie schön, dass sie das Ding wieder runterlassen. Wir wären total gearscht gewesen, wenn das oben geblieben wäre. Aber naja. Die Gegner im Spiel lernen halt auch nicht, ne? Es ist immer das Gleiche. Wenn sie einfach mal konsequent die Wände oben lassen würden, wäre alles total easy peasy für die. Aber stattdessen bahnen sie mir ja immer wieder den Weg. You men come with me. Sir. Okay. Weiter geht's. So, fällen wir den Kolossus. Hier bin ich. So, Nummer Uno ist gefallen. Huch. Oh. Hat jemand einfach hier ohne meine Erlaubnis schon den anderen Platz gemacht? Das finde ich aber frech. Wir haben die Brücke eingenommen, Cooper, und nutzt die kurze Atempause, um eure Ausrüstung zu überprüfen. Ihr hättet mir wenigstens noch die Chance lassen können, den einen hier gefangen zu nehmen. Naja, was soll's. Einmal speichern und ich denke mal, dann wird's jetzt so langsam mal in den Manipulator gehen, oder? Bin ich hier richtig? Wo ist denn der grüne Strahl hin? Der bis gerade eben noch so wahnsinnig weit sichtbar war, überall hin. Wait, enemy reinforcements are coming from behind. You'll be caught in a crossfire. Oh. Then we divide and conquer. Mehr Spielgefährten. Mitglieder für den Einsatz wählen. Ah, okay. Ich glaube, jetzt geht's wieder auf die Karte. Wen nehmen wir denn da? Ich würde sagen, da ist King vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Höchstes Level. Fernkämpfer könnte funktionieren, wobei ich bin eigentlich immer mit Cater ganz zufrieden gewesen bei den Kartenkämpfen. Ja, lass mal Cater nehmen. Ich glaube, das könnte funktionieren. Die übrigen Mitglieder werden dich im Kampf in der Reihenfolge ihrer Aufstellung in der Truppe unterstützen. Ja, ich weiß. Ab geht's. Na kommt. Das wird doch laufen. Oh, doch nicht so. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Kartenkampf. Aber gut. Dann eben nicht. Aber auch in dem Fall ist Cater vielleicht gar nicht so schlecht. Denn sie ist schnell. There's only one of them. What are you doing? Retake the bridge. So, ah schade, es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das dachte. Hm, auch nicht so wirklich. Ja, sehr schön, das war schon besser. Und Feierabend für dich. Ups. Das war nicht der Plan. Mit Kanonen auf Spatzen geschossen hier. So, bewegen wir uns doch mal kurz ein bisschen hier rüber. Ja, hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Aber naja. Schon besser. Come on, pick up the pace. Let's go. So, wir sind doch gut dabei, würde ich sagen. Und
Keita ist halt auch für die wahnsinnig schwer zu treffen, glaube ich einfach. Oh, Quale, wie süß. Jetzt kommen die ernsten Gefechte hier. Jetzt fahren sie die harten Geschütze auf. Jetzt kommen Quale dazu. Oh Gott. Merkt man, dass ich die Militen nicht ernst nehme? So. Was genau ist eigentlich gerade unser Ziel? Wir müssen einfach bloß die Brücke beschützen, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so richtig sicher. Aber es funktioniert ja. Ups. Planänderung. Ah. Die Zielperson wurde an der großen Brücke gesichtet. Schalte den Oberleutnant aus. Schupo. Kein Problem, das schaffen wir noch. Schau mal einer an. Der Oberleutnant ist weg. Wunderbar. Einmal den Qual ausgenommen hier. Und noch einen Pelz gepflückt. Das lief doch. Gut, und ich würde sagen, dann schalten wir auch wieder auf King, Nine und Queen zurück. Irgendwie ist Keita auch gerade aus dem Rennen hier, habe ich das Gefühl. Na gut, warum nicht? Machen wir mal so weiter. Spannende Musik. Unsere Truppen drängen den Feind zurück. Nutzt die Gelegenheit und besiegt den Magitek Mac mit dem Kristallmanipulator an Bord. Major Ernst. Allzu viel hat er mir nicht zu entgegnen. Aus und vorbei. Ihr habt nicht nur den Kristallmanipulator zerstört, sondern auch den Vormarsch unseres Feindes gestoppt. Gute Arbeit. Ihr solltet euch mit der anderen Einheit zusammenschließen und euch auf die nächste Mission vorbereiten, Cooper. Na dann! Das lief doch schon mal ganz gut. Kurzes Intermezzo, Keita ist jetzt auch wieder dabei. Wir bleiben aber bei King, Nine und Queen, würde ich sagen. Hat soweit ganz gut funktioniert. Mal sehen, was unsere nächste Mission ist. Die war jetzt noch nicht so schwer, muss ich zugeben.